Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Bauunternehmer-Simulator. Mein Name ist Gerardo, schön, dass ihr dabei bist, und es geht in dieser Folge um eine neue Mission, würde ich sagen. Wir schauen mal, was wir hier noch haben. Oh, Toilette an der Tankstelle. Sehenswürdigkeit. Oh. Abbruchroboter. Eieieiei. Mal erstmal das hier. Sehenswürdigkeit. Oh, ein UFO abreißen. Natürlich. Ein UFO abreißen. Das machen wir mal. Ein UFO-Restaurant. Jetzt wissen wir auch, wie das geht mit dem Vollspritzen, damit wir nicht so viele Abzüge bekommen. Und ja, wir sind auf dem Weg, dass unser Unternehmen ein Rating bekommt von D. Keine Ahnung, was wir dann mehr machen können. Ich muss aber noch darauf hinweisen, das ist also hier eine Beta-Version. Deswegen kann ich auch noch keinen Spiel-Key und so anbieten. Was ist hier eigentlich? Achso, wir können ja, wie gesagt, Gebäude kaufen und ausbauen. Brauchen wir jetzt noch nicht. Und ja. Beta, Preview-Version. Das heißt, es sind eigentlich noch nicht fertig. Unter anderem können wir noch nicht in die anderen Gebiete. Das heißt, es gibt mehrere Gebiete. Aber wir kommen jetzt erst in eines herein. Und ja, ich kann euch noch leider wahrscheinlich immer noch keinen Key anbieten. Ansonsten wird es jetzt irgendwo eingeblendet oder unten im Video in der Beschreibung steht es drin. Würde ich euch sehr gerne bitten, das über den Link zu ordern. Damit unterstützt ihr natürlich meinen Kanal. Euch kostet keinen Cent mehr. Und in aller Regel spart ihr ja über unseren Anbieter ja noch ein bisschen, statt das direkt bei Steam zu kaufen. Das ist meistens immer teurer und ihr habt es trotzdem nicht eher, weil es ist ja noch nicht raus, das Spiel, nicht? So. Das gesagt habend, fahren wir jetzt den Wolkenuntergang entgegen. Heute Nacht war übrigens diese Blutmondnacht. Und wenn ich mir diese Gegend so angucke, ist hier irgendwas anderes noch voll. Jetzt haben wir dieses Sichtweiten-Dingen hier, was ein bisschen irritierend wirkt, wie ich finde. Dann schauen wir mal, wo wir hier landen. Jedenfalls, gegebenenfalls, ist der Kopf nämlich immer noch länger, und das wissen viele wahrscheinlich, als der Hals. Das reicht, sprach der Förster, und schritt von Geweih zu Geweih. Auch das eine Lebensweisheit, die ich dereinst lernte in meinen Urlauben. So. Oh, 1,6 Kilometer. Also diese Map ist auch ganz schön groß dann. Deswegen lasse ich jetzt ausnahmsweise mal die Fahrt drin. Damit ihr auch so ein bisschen Gefühl für die Größe von der Map bekommt. So. Warte mal, wir müssen eben zur Tankstelle, gucken auf unseren Tank. Guten Tag. Ist die jetzt aufgelegt? Nee. Jetzt. Okay, Enter, um zu tanken. $8. Ach so, wir sind ja in den USA, natürlich. Da kriegt man schon mal für $8 einen ganzen Sprittank voll. Ja. Wie gesagt, für alle, die jetzt sagen, naja, lass das mal, würde ich einfach die Folge jetzt nennen, wir entdecken die Map oder so. Das machen wir auch im LS immer so. Dass die zweite Folge ist traditionell, ja, wo wir die Map entdecken. Ja, und ich würde mich sehr freuen, wenn diesem Video natürlich auch einen Daumen hoch gibt. Die fällt mir gerade mal so ein, da muss ich immer wieder darauf hinweisen ab und zu. Und auch gerne, wenn ich Sachen immer mal wieder erwähne, denkt immer dran, ihr wisst das vielleicht schon, ihr seid die Schlaueren. Oder nicht die Schlaueren, sondern ihr seid deshalb schlauer, weil ihr einen Wissensvorsprung habt gegenüber neuen Zuschauern, die immer wieder dazukommen. Ja, im Monat irgendwie 3.000, 4.000 neue Zuschauer hier auf dem Kanal. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist und dass dir meine Stimme gefällt oder was auch immer du bei mir toll findest. So. Da haben wir es. Was will der denn jetzt? Was will der? Ja, du hast ein eigenes Unternehmen, bleib meinen Kunden fern. Man sollte für gewöhnlich seine Fähigkeiten einschätzen können. Du solltest dir also einen Job suchen, der besser zu dir passt. Also Ballerina beispielsweise. Weißt du was, Kollege? Ich werde dich so zerstören. So 1-8. Der alte Roswell Saloon fällt auseinander. Jetzt kommt erstmal die Auftragsvorbereitung. Die besteht darin, dass wir hier alles zertrümmern, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist, unter anderem namentlich hier die Tische. Wobei ich mich gerade frage, wenn wir da mit dem Bulldozer mal drüber fahren, dann dürfte sich das Problem auch relativ schnell von selbst erledigen, oder? Ach, da vorne sind noch welche. Oh, da sind auch Babytische. Guck mal, da können Babys dran sitzen.
Hä? Wieso sollen wir denn... Ey, das sind 15 Euro. Eine Euro-Palette kostet 15 Euro oder so. Palettenpfand. Entschuldigung. Eine Palette nach Euro-DIN-ESP. Wie hieß nochmal diese Norm? Das müsste man dann... Das heißt nicht Euro-Palette, sondern Palette nach Norm, bla 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 bla. Ja. In der QS habe ich so... Selbst sowas habe ich in der QS damals gelernt, als ich noch anhängig beschäftigt war. So. Falsch. Wie kann ich denn hier normale Hand nehmen? Achso, einfach so. Okay. Yay. Ist, glaube ich, keine gute Idee, ne? Mit so einer Elektrobürste. So, natürlich, die Stromleitungen müssen erst raus. Denn wenn wir mit dem Bulldozer fahren, machen das mit den Stromleitungen drin, wäre es natürlich doof. Die Fenster würde ich jetzt gerne mit dem Presslufthammer zerschlagen. Und warum? Weil wir es können. Habe ich noch nicht probiert, das Teil, und na klar. Fenster gehen grundsätzlich nur mit dem Hammer kaputt. Das kennt man. Ich muss aber noch mal darauf hinweisen, mit dem Bauernhof, warum das gerade nicht kommt. Ich plane, meinen Rechner aufzurüsten, also der Server, wo gerendert wird und wo dann der Minecraft-Server drauf läuft. Und ich komme da nicht aus dem Huf irgendwie. Wahrscheinlich nehme ich da nochmal auf, ohne dass ich das umgebaut habe, weil es immer so geleckt hat. Und dann gibt es die nächste Staffel dann nochmal. Aber wie gesagt, ich bin jetzt gerade da auf verschiedenen Baustellen unterwegs. Da so einen Rechner zusammenzustellen, ist ja gar nicht mehr wie früher, ne? Früher hast du irgendwie, weißt du, da hast du irgendwie da zusammengeklöppelt, was du haben wolltest, und dann war das Ding fertig. Heutzutage musst du echt so viel beachten. So. Dann einmal hier Thema Staubentwicklung, bitte. Dann würde ich sagen, wir machen das jetzt mal so, dass wir einmal außen rum gehen. Und einmal innen. Also außen und außen innen. Ne? Politisch korrekt muss das ja auch mit Sternchen jetzt. Für Fluide und so, die fühlen sich ja sonst dann auch eigentlich gar nicht. Die wollen eigentlich nur in Ruhe lassen, werden wahrscheinlich, und wollen gar nicht so einen Gender-Kack. Naja. Aber es ist ja grüne Deutungshoheit. Die wissen das besser als alle anderen. So. Früher wurde ich mal Oberlehrer genannt. Ich glaube, die Zeiten sind jetzt auch vorbei. So, guck mal hier. So, dann würde ich jetzt gerne mal gucken, ob dann der Staub weniger wird, wenn wir innen drin auch ein bisschen ansprühen. So, dass wir zum Beispiel auch das Dach mitbekommen. Da können ja vielleicht mal Leute von euch, die am Bau arbeiten, mal mehr erklären, wie das ist, ob man das in der Realität dann auch so macht. Also innen dann auch. Oder nicht, oder was? So. Ja. Das trieft jetzt alles. Dann wollen wir mal. Also ein paar neue Sachen sind schon drin. Ein paar neue Funktionen. Mal schauen, was wir da noch mehr entdecken. Ja. Natürlich können wir nicht weiterfahren, weil es steht eine Lampe. Ja, das mit dem Staub ist auf jeden Fall besser. Deswegen, wenn wir hier mal so ein bisschen höher machen, dass die Trümmer nicht so weit auf mich runterfallen. Das geht ein bisschen besser, ne? Wie es aussieht. Bitte. Wo ist denn hier los? Es kommt trotzdem noch relativ viel Staub. Also möglicherweise mache ich da noch irgendwas falsch. Aber ich denke mal, es ist auf jeden Fall weniger. Als wenn wir... Aber wir können auch natürlich auch langsamer fahren. Und dann gehen auch die Maschinen nicht so schnell kaputt. Und es kommt nicht so viel Staub. So, das UFO, das müssen wir dann gleich auch wahrscheinlich wieder rausschieben. Das ist immer ganz schön schwer, oder? Dann war das so viele Jahre lang, war das die Sehenswürdigkeit hier. Vor allem Rosevale und dann UFO drauf, ne? Ist klar.
Ah, jetzt müssen wir tanken. Okay. Fahrzeug. Kraftstoff. Boah! Ey, wie viel teurer ist das denn bitte? Da müssen wir aber nachher mal schauen, ob das da beim Auto auch so teuer ist, wenn wir selber tanken oder das auffüllen lassen, wobei ich echt für den bequemen Weg bin, weil... Thanks, money, friend! So, jetzt kommt der spannendere Teil. Gleich. Wie soll ich das verhindern, dass es mir auch nicht drauf fällt eigentlich? Wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. Schneller hat da gerade einer geschrieben. Nee, geht auch nicht. Reparieren, nicht noch mehr kaputt machen. Eieieiei. Was sagt denn das Tutorial zum Thema Kraftstoff, was dann teurer und billiger ist? Wenn wir mal eben reingucken. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Okay, wir kriegen noch so eine Lötlampe zum Reparieren, oder noch? Ah, jetzt kommt gleich das UFO hier runtergekrallt, geknallt. Da will ich natürlich idealerweise nicht drunter stehen, wenn das runterfällt. Hm. Was ist denn, wenn wir das jetzt benutzen, um das vor uns Stehende wegzuschieben? Das könnte ja auch funktionieren. Oh, Bonus. Warum Bonus? Okay, das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Für was ist der Bonus? Ist immer blöd, wenn ein Spiel irgendwas behauptet und man weiß nicht, warum es das tut. Aber wenn wir noch mehr aufräumen hier vielleicht. Und wenn wir das UFO zerdeppern? Ich weiß es doch nicht. Machen wir einfach mal, guck mal. Wir brauchen ja Geld. So, was passiert denn, wenn er jetzt sagt, Aufgabe erledigt und wir machen trotzdem hier noch ein bisschen freischieben? Ah, das gibt die Boni. Guck, wenn wir hier nochmal sauber aufräumen. Aha. Es gibt keinen Grund, das nicht zu tun, ne? Wenn ihr mich fragt. Ja, leicht verdientes Geld. Haben wir das Spritgeld aber schon wieder raus. Die Aufgabe gibt 1800 und wir räumen hier weiter auf. Aber irgendwann ist ja auch Essig damit. Wer denn hier? Was haben die hier dauernd Reifen gewechselt oder was ist hier los? Da liegen noch Teile vom UFO rum. Ah, jetzt kommen wir aber nicht weiter. Na gut. Also, haben wir geschafft. Alle Aufgaben wurden erledigt. Geh mal raus. Alle Aufgaben wurden erledigt. Notfallauftrag. Da ist nämlich einer. In der nächsten Folge geht es also weiter mit einem Notfallauftrag. Wie das funktioniert, das seht ihr dann. Und hier gucken wir jetzt nochmal eben, was wir als Belohnung bekommen. 1800 Belohnung, 3306 Bonus und 5100 insgesamt verdient. Danke fürs Zuschauen. Es schneit draußen. Wunderschön. Ich liebe Winterlandschaften. Gleich werdet ihr noch ein bisschen Questen von Level 57, 56, glaube ich, in Winterspring. Classic. Ich höre dir trapsen. Tschüss und bis bald. Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tipeee, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf garda.link/tippeg. Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.garderol.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.